Du wolltest aber richtig ziehen, Alina. Los, ja, komm, oh. Sonst bist du auch nicht so empfindlich, Mann. Aber wie bleiben denn da deine Finger? Die Arschbacken zusammen. Fräulein, deine Finger gehen da ganz weit runter. Du, du weißt, wo meine Finger schon bei waren. Was macht ihr hier? Ja, Jackie, euer beschissener Trockner, der hat einfach mal meine Hose drei Nummern geschrumpft. Ja, der Trockner war es, natürlich. Es war der Trockner. Aber das ist ein bisschen zu viel Fast, die letzte Zeit gegessen hast. Darauf kommst du nicht, ne? Fräulein, was? Nein, nein, was? Nein, 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 nein. Gib auf. Okay, ich gebe auf. Okay, bleib in den Raum, ich selbst. Rede niemals über die Figur einer Frau in ihrer Anwesenheit. Merk dir das, meine Liebe. Oh. Alina, stopp! Du wolltest mir helfen, komm. Ja, aber dann schwende ich jetzt auch mal ein bisschen mit der anderen. Jetzt aber wirklich, jetzt auch ernst. Okay. Ich halt zu, du ziehst. Okay, warte. Eins, zwei. Oh. Ja! Yes! Geschafft! Oh Mann. Bloß nicht abmelden. Scheiße, Baby, ich muss los. Ich muss halt früher ins alle fortgehen, bist du böse? Oh, Alina! Hey, Kaffee, ja, Kaffee! Ich muss heute erst später, abends Models und Fotograf. Aber okay. Jetzt Kaffee noch schnell. Komm. Okay, dann aber to go, to go. Ja! Okay. Ich mach schnell. Ja, okay. Digga, was war das denn gerade? Sag mal, bin ich im falschen Film oder was? Ja, Marc. Ich krieg das hin. Du bist ein begabter Fotograf. Ich kann relativ gut meinen Job. Auch Goth-Models werde ich hinkriegen. Im Prinzip sitze ich den ganzen Nachmittag schon am Laptop und google. Ich mache uns hier total up-to-date. Ich mache mir sogar Notizen auf Papier. Ganz Mittelalter-like. Vertrau mir mal, ich krieg das hin. Ich melde mich später dann bei dir, okay? Ciao. Oh, mein Gott, ey. Alina. Okay. Yo, Alina. Ich habe vorhin dieses Video von dem Hasen bekommen. Der Hasshase. Oh mein Gott, für solche Sachen liebe ich dich total. Es ist wie früher. Ich hätte mich am liebsten wirklich bepinkelt vor Lachen. Ohne Witz. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf später. Bis dann. Komisch, dass ich kein Video bekommen habe. Oh, das Video mit dem Hasen? Oh Gott. Jackie, das ist voll so ein Urgestein-Ding, es ist lächerlich, es ist vor 1000 Jahren. Du hättest ja auch gar nicht drüber lachen können, sorry. Alles gut, mach dir nichts draus. So. Magst du auch einen Apfel haben? Hält schön schlank. Danke dir. Auch wenn man so Heißhunger bekommt oder so. Das ist gar nicht so unrecht. Ich brauche ein Ladekabel. Okay, dir ist aber schon klar, dass das mein Telefon ist. Junge, lass mich jetzt in Ruhe. Wow, Jackie, jetzt mal Spaß beiseite. Ich hätte gern mein Telefon zurück. Wow, das ziehst du jetzt nicht ernsthaft durch, oder? Okay, Jackie, sag mal, hast du überhaupt irgendwelchen Anstand noch? Das kann ja wohl nicht sein. Ob ich einen Anstand habe? Mhm. Sag mal, dass das Wort aus deinem Mund kommt. Ja, wer stellt sich denn hier zwischen die Liebe von mir und Alina? Ja? Wer versucht denn hier irgendwas kaputt zu machen? Oh, Jackie, nur weil du jetzt paranoid geworden bist und denkst, hier würde irgendwas laufen, das ist lächerlich. Mach keinen Kindergarten, gib mir das Telefon. Du willst Kindergarten? Können wir genauso machen, gar kein Problem. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn ich dann mein Telefon nicht wieder habe, dann kracht's. Okay, komm. Eins, zwei, drei. Boah! Hier, da hast du dein beschissenes Jackie, Telefon. Jackie, ist es dein Ernst, Mann, wenn das Scheißding jetzt kaputt ist? Pass mal auf, Mädchen, ja? Ich werde mir von dir meine Beziehung nicht kaputt machen lassen. Ja, dass du es verstanden hast, Mann. Wie hast du sie noch alle, wenn dieses Teil jetzt kaputt wäre? Dann hätte es mich einen Scheiß interessiert. Du hättest mir ein neues kaufen können, so sieht es nämlich aus, Fräulein. Ja, klar, hast du einen Beweis. So, Jackie, wir sollten uns mal unterhalten. Meinst du nicht? Alles klar. Mein liebes Fräulein, jetzt unterhalten wir uns mal. Es geht nicht anders. Jackie, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Du hättest hier fast mein Leben zerstört. Mit diesem Handy. Da ist alles drin, was ich brauche für meinen Job. Ich weiß nicht, ob dir das nicht klar ist oder so, aber im Grunde war das wegen nichts gerade. Das war nichts. Und das ist lächerlich, das hast du nicht nötig. Es gibt nicht mal einen Grund, einen Anlass.
Und dieses ganze, oh, Alina, und du bist eifersüchtig und dieses wirkliche Gefasel von Liebe da. Ich meine, es besteht gar kein Grund, von dir so auszuflippen. Das war nichts. Nichts. Wow, okay. Wirklich, das war jetzt der letzte Strohhalm, den ich so rübergestreckt habe. Wirklich, Jackie. Wenn du Kindergarten weiterspielen willst, spiele weiter Kindergarten. Du benimmst dich schlimmer als eine Dreijährige, mein liebes Fräulein. Das ist das Allerletzte. Du benimmst dich wie ein Miststück. Ein richtiges Miststück, mein Fräulein. Ah, da haben wir ja die Dani, hä? Da ist ja dein wahres Gesicht. Und weißt du was, du sollst mich immer nicht unterschätzen. Ich? Ich soll dich nicht unterschätzen, alles klar. Jetzt drohst du mir? Ich habe allen Grund, sauer zu sein. Das, ich habe komplett recht, sauer zu sein. Ich merke das doch. Seitdem du hier bist, versuchst du dich an meine Freundin ranzumachen. Meine Freundin. Es ist meine Freundin. Und eure Geschichte ist längst vorbei. Ich weiß nicht, ob du das nicht checkst, aber versteh das endlich mal. Wow, Jackie. Ganz einfach. Du hast sie nicht alle. Du hast sie wirklich nicht alle. Ganz einfach. Du hast sie nicht alle. Irgendwas ist nicht richtig. Weißt du was? Du kommst hier mit der Beziehung nicht klar. Du versuchst das irgendwie alles hier kaputt zu machen. Und da gibt's auch nur eine Option dann, ja? Die da wäre. Und zwar packst du deine ganzen Scheißsachen zusammen und verlässt die WG. Dir ist schon klar, dass das hier nicht Casa de Jackie ist, mein liebes Fräulein. Du hast hier... Fass mich nicht an, Mädchen! Du hast hier überhaupt nichts zu sagen. Ich bin hier Gast und wenn ich hier wohnen bleibe, dann bleibe ich hier. Du packst deine Sachen und Jackie... Geh. Ja, du gehst mal! Scheißegal, was... Du verpisst dich aus dieser Wohnung, Mann! Weißt du was, wenn du denkst, du dummes Miststück nimmst mir meine Freundin weg, kannst du es total vergessen. Du wirst mir mein Leben nicht versauen und du wirst mir die Liebe meines Lebens auch nicht wegnehmen. Ich will die Liebe deines Lebens nicht. Ich hatte sie schon. Ich will nicht dein Leben, ich will gar nichts von dir. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will dein Teenie-Dasein gar nicht mehr. Ja, du willst mein Teenie-Dasein nicht. Und was machst du, wenn doch, du bist bei mir zu Hause? Mein liebes Fräulein, wenn du wegen jeder einzelnen hübschen Frau, die auch nur mit Alina spricht, solche Paranoias schiebst, dann hast du in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge zu tun, das sage ich dir. Und noch was, wenn ich Alina haben wollen würde, würde das in einem Fingerschnitt funktionieren. Du dummes Miststück, weißt du was, du bist so eine 0815 ausgelutschte und du denkst, du kannst mir meine Freundin wegnehmen. Weißt du was, du hast keinen Arsch in der Hose, deine Titten hängen, du bist alt und ausgelutscht und ich bin jung und knackig. Genau so sieht's aus und nicht anders. Schneewittchen, lass dir erstmal Tittchen wachsen, bevor wir über Titten sprechen, okay? Weißt du was, aber wenigstens, zumindest hängen meine Titten nicht. Lieber kleine Titten als hängende Titten. Glaub mir, da hängt noch gar nichts, Mäuschen. Okay, gucken wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Vielleicht liege ich ja auch schon bald mit Alina im Bett und du nimmst einen kleinen süßen Schulrucksack und ziehst wieder bei Mutti ein. Sag mal, hast du sie noch, Anna? Alter, du bist total irre, du hast in die Klapsmühle, ey. Wow, Alina, komm rein. Komm bitte rein. Genieß die Show, komm rein. Krieg deine irre Teenie-Freundin in den Griff, ich sag's dir. Los, zügel sie, sie hat sie nicht mehr alle. Die macht sie ja noch unschuldig, aber schlimmst du. Schatz, sie macht sie total noch Mutter Maria, aber ist sie, die ist ganz anders, du kennst sie gar nicht wie die ist. Weißt du, was sie mir gerade aufgetischt hat? Okay. Die hat gerade zu mir gesagt, von wegen, ja, ich würde Alina mit einem Fingerschnipser ins Bett kriegen und so ein Baby, hey, hey, beruhig dich mal, hallo, hallo, hör mir mal zu. Baby, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du dir keine Sorgen machen brauchst, hä? Mit deiner ganzen Eifersucht jedes Mal. Was soll das? Ha? Wie oft habe ich gesagt, dass ich nur dich liebe und nur dich will und keine andere Frau für mich auch nur annähernd interessant ist? Wie oft? Ha? Was muss ich machen, um das dir zu beweisen, Jackie? Ha? Ich liebe nur dich und ich will auch nur dich und du musst hier nicht so... Hast du dir echt ein Wasserglas in die Fresse gedonnert, Mann? Ja, das hat sie doch auch total verdient gehabt. Hallo. Komm jetzt mal bitte runter. Es ist alles gut. Ich bin hier. Okay? Ja, und sie auch. Geht's raus. Ja, beruhig dich draußen ein bisschen, Schatz. Gib mir ein Eis mit. Oh, Alina, wirklich, ich meine, du kennst mich. Ich habe für vieles Verständnis, aber das war einfach echt total drüber. Ich meine, sie hat sich mein Handy geschnappt, das hätte kaputt gehen können. Alles, du weißt, was da drin ist. Alle meine Kontakte, mein halbes Leben ist in diesem Telefon. Und dann haben wir uns in ihrem Zimmer da halb gekloppt. Ich dachte, what the fuck? Also wirklich, das war wie ein ganz schlechter Film. Es war schlechter als ein schlechter Film. Ich weiß es nicht. Was ist denn mit ihr los? Wie kann man denn so sein? Ich weiß, dass Jackie manchmal echt temperamentvoll und impulsiv ist. Temperamentvoll nennst du ja. Das? Aha. Okay. Mann, aber jetzt mal ehrlich, wir waren doch früher genauso in dem Alter. Aber doch nicht so. Doch, genau. Erzähl mir nicht, dass wir waren sogar noch schlimmer. Aber, Mann, du bist die Erwachsene von euch. Du bist diejenige, die eigentlich hätte da Stopp machen müssen. Warum hast du denn überhaupt mitdiskutiert?
pass auf. Klar hätte ich in einigen Situationen ein bisschen erwachsener rein können. Das wollte ich auch, aber das war einfach nicht so einfach. Sie hat mich so dermaßen provoziert. Ich konnte gar nicht anders. Ich musste irgendwie reagieren. Du konntest da nicht mehr ruhig bleiben. Glaub mir, das ist... Oh, es hat mich so gekitzelt. Ich kann auch solche Sachen nicht auf mir sitzen lassen. Was hätte ich denn machen sollen? Keine Ahnung. Jetzt ist es sowieso zu spät. Ja, jetzt ist es zu spät. Ist jetzt vorbei, der Drops ist gelutscht. Ja, Gott sei Dank. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Ich meine, wir sind hier gerade mal an der Halbzeit. Ich muss tatsächlich noch eine Weile bleiben. Das tue ich mir aber nicht nochmal an. Und die beruht sich nicht so schnell, das sag ich dir. Oh, nee. Dani. Alina. Gib mir nicht den Blick. Sag mal. Kannst du nicht irgendwie so lange einfach, solange du hier bist, woanders bin? Was? Du schmeißt mich jetzt raus? Nein. Na, was ist es denn sonst? Nein, du weißt doch, dass ich dich nicht rausschmeiße. Es ist einfach... Mann, guck mal, im Endeffekt warst du einfach meine erste große Liebe. Du bist meine Ex-Freundin. So, und das... Ich kann Jackie verstehen. Ich wäre vielleicht einfach genauso eifersüchtig gewesen in ihrem Alter an der Stelle. Natürlich. Ich hätte mit ihr reden müssen. Mann, die... Mann, Jackie bedeutet mir echt viel. Das sollte doch. Es ist doch völlig in Ordnung. Nein, anders. Ich liebe sie wirklich. Und ich möchte, dass ihr gut geht. Und das ist, ihr geht's nicht gut. Ich sehe, dass solche Aktionen, das ist einfach... Das löst was in ihr aus. Und das möchte ich nicht. Guck mal, ich will doch einfach... Ich will dich doch gar nicht als Freundin verlieren oder auf dich verzichten oder auf deinen Kontakt. Aber... Keine Ahnung, vielleicht... Ich helfe dir auch, eine Unterkunft zu finden, so kurzfristig. Aber was macht das jetzt mit uns? Gar nichts. Das hat auf uns gar keine Auswirkung. Wir bleiben trotzdem Freundinnen und wir werden trotzdem den Kontakt halten. Versprich mir das. Wirklich? Wirklich. Versprochen, ehrlich. Aber guck mal, wir... Gerade wir beide müssen wissen, was Eifersucht aus einem Menschen machen kann. Klar, wir beide. Kannst es nicht verstehen. If I never come through, don't tell me I lost the step. Crisscrossed in the wrong direction, found myself in a conversation. Ciao. Hast du was vergessen, oder wie? Guck mich nicht so an. Was denn los? Sagen wir mal so, Dani hat was Besseres gefunden, okay? Hast du sie rausgeworfen? Kann man so sagen. Mein Schatz, ich hatte einfach keinen Bock mehr auf den Stress, okay? Und es hat sie ehrlich gesagt ziemlich abgenervt. Und wenn ich dir noch mal sage, dass es keinen Grund gibt zur Eifersucht, dann gibt's diesen Grund auch nicht. Und dann möchte ich nicht nach Hause kommen und hier so ein Bitchfight vorfinden, okay? Das ist nämlich absoluter Kindergarten. Darauf habe ich keinen Bock in meinem Alter. Verstanden? Aber ich will ja jetzt auch keine Vorwürfe machen. Weil ich war ja nicht ganz unschuldig da dran. Und ich hätte einfach mal mit dir reden sollen. Ich hätte sie nicht so leichtsinnig einquartieren sollen hier. Tut mir leid. Wenn du mir mein Temperament vergibst, dann vergebe ich dir auch, dass du drauf da drauf saßt. Das ist ganz schön frech für dein Face, ne? Hör auf mit so einer Scheiße. Hör auf, es ist dann. Es gibt keinen Grund, okay? Ich liebe nur dich, vergeben und vergessen. Was ich mir sag. So, und jetzt Schlafanzug an und dann gehen wir Zähne putzen, dann können wir damit schlafen. Ja, danke, Alina, du bist die Beste vor der Welt. Ich. Willst du mich heiraten? Was? Alles gut. Ich hab mit mir selbst gequatscht, du weißt doch. Boah, Baby, du bist manchmal einfach so ein Freak, ey. Alina hat Dani für mich rausgeworfen. Bald sind wir ein Ehepaar. Sie die Liebe meines Lebens, ich die Liebe ihres Lebens. Und Dani, don't fuck with me, bitch.